Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu der Bunker. So, wir sind jetzt da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, hier in diesem Heizungsraum, wo ja sehr, sehr viel Dampf rauskommt, muss ich sagen. Und ja, wir müssen irgendwie halt was abstellen. Ich ob das. Okay, hier gibt's was zu lesen, wie es aussieht. Air Filtration Unit Check. Day 18th of October 95, 1611, checked by PJT. Main filtration unit running okay, cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure, readings are a bit high but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says. Due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Okay. Also es wurde schon mal überprüft, aber es wurde keine Notwendigkeit festgestellt, da irgendwas zu reparieren. Okay, kann man hier noch irgendwas machen am PC? Okay. Kritisch, Fehler entdeckt. Primäres Luftfiltersystem, Status aktiv. Filtereffizienz 71%, Filterdefekt oder verstopft. Filter umgehend ersetzen. Schließen Sie das Hauptventil, bevor Sie fortfahren. Backup, Luftfiltersystem, Status offline, Filtereffizienz 0%. Ja, das hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Okay. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, da können wir noch was schauen. Schauen wir mal, Schubladen. Und dann noch irgendwas lesen, was ist das? Ah, das ist noch so eine Puppe, okay. The Engineer. Ingenieur, behebt alle Probleme unten auf den unheimlichen Ebenen. Okay, haben wir noch eine Art Logbuch. Accident Report. Date 12th of August 92, 1910, filed by F. Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output. Over 500 rem, red lights across the board. I thought it was a duff filter, tried a new one, same. Sacrificed a Geiger, stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower X duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing, and decontaminating the whole thing, it's useless. We have no backup air filtration system. But I can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this in. Bishop just shrugs pretty much. Keep it quiet, Frank. You'll only worry people. Oh, for fuck's sake. What else isn't he telling us? Dieser Bishop, dem scheint auch irgendwie alles egal zu sein, habe ich das Gefühl. Ich meine, es ist schon. Kommt schon nicht von ungefähr, dass der ganze Bunker irgendwie. Dass da die Leute nach und nach alle sterben. Wie kann man sonst noch irgendwas machen? Telefon geht nicht. PC haben wir schon, das haben wir auch schon. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und schauen uns mal da. Oh. I can't see anything. Da würde ich vielleicht nicht unbedingt lang gehen. Ansonsten wäre es noch die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Wir müssen halt irgendwie versuchen, den Dampf abzustellen. Okay, hört sich das schon besser an. Sehr gut. D
Das hört sich doch schon besser an und sieht doch gleich besser aus. So, jetzt können wir auch überall hingehen. Jetzt können wir da lang schauen. Und was gibt's jetzt hier sonst noch? Da ist noch was. Hier kann man nichts machen, oder? Das ist nicht, sieht nicht so aus. Nö. Ah, hier. Kann man auch nichts machen. Da ist noch was. Was ist das? Oh je. Nicht so toll. Das sind die Luftfilter, vermute ich mal. Da tauschen müssen. Oh ja. Das hat sich ja regelrecht Löcher reingebohrt durch die Strahlung. Krass. Hier kann man hier irgendwas tauschen. Ah, da ist ein Lichtfilter. Ja, ist ja gut. Ja, keine Ahnung. Filter loswerden. Ah, wahrscheinlich hier. Okay. Alles klar. So, dann holen wir uns einen neuen Filter. Zwei Stück haben wir noch, wie es aussieht. Ist jetzt wirklich nicht gerade viel. Und dann setzen wir den wieder ein. Okay. Dahin einsetzen. Den müsste man normalerweise auch wechseln. Oder ist da echt nur einer kaputt? Scheint echt nur einer kaputt zu sein, okay. Na gut. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder zurück. Und gehen mal Richtung PC. Und schauen uns mal jetzt die Daten an. Was jetzt der PC so sagt. Analyzing, please wait. Lesen. Analyse läuft, bitte warten. Luftfilter ersetzt. Öffnen Sie das Hauptventil, um den Vorgang abzuschließen. Okay, dann müssen wir ja nochmal... Müssen wir ja wieder zurück und zur Leiter und das Ventil wahrscheinlich wieder aktivieren. Also ich vermute es mal. Warte. Kippt doch gleich um, ey. Geil. Oh oh. Was ist jetzt los, ey? Air Filtration. Steht hier, habe ich gerade eine Errungenschaft bekommen. Okay, neuer Ladebildschirm.
Was ist mit seinem Arm? Ist er gebrochen? Komm, wir müssen hoch irgendwie. Wie es aussieht. Ebene 2 sind wir jetzt. Oh Mann, ey. Das sieht aber nicht gut aus. Och du Scheiße. Boah, der ist ja volle Kanne auf den Arm geflogen, ey. Ah. Komm, jetzt reiß dich zusammen, Kerle. Wow. Ah. Na geil, ey. Oh mein Gott. Ah, lecker, ja. Ah! Boah, nee, nee. Alter. She can't have had her white cell count so low yesterday. I don't understand it. And she's no better. Vomiting, bleeding, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Look, these... Of course it can. This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. No one thought there'd be a real war. I know Bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe him? I'm sorry. No, don't worry. We've all been under a lot of pressure. Margaret, where's the Lindane ointment? That top left. You and Evelyn had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have... What is it? Nothing. It doesn't matter. Okay, wir brauchen irgendwie Verbände oder Medizin oder keine Ahnung. Wir müssen ja schließlich das alles verbinden. Erstmal desinfizieren, Antibiotika und so Zeug. Gucken wir mal hier oben. Lindane Solution. Keine Ahnung, was das ist. Lesen wir mal. Lindan, Kammerhexachlorisiloxan. Yes, das Gott, was für ein Wort. Dient der gezielten Behandlung von Läusen und Scabies bei Patienten, die auf
adäquate Dosen nicht ansprechen oder ihnen Toleranzen gegenüber anderen Therapien aufweisen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Gesicht, den Augen, der Nase oder dem Mund. Spülen Sie die betroffene Region bei Kontakt mit der Lösung mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Lindan eingenommen wurde oder die Reizung anhält. Tragen Sie Lindan nicht auf offene Schnitte oder Wunden auf. Dadurch könnte der Körper einen zu großen Alterungsaufnahme, das gefährliche Folgen haben könnte. Ja, das sollte man vielleicht nicht unbedingt tun. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall nicht. Okay, was haben wir jetzt hier sonst noch? Nix mehr, oder was? Da unten ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Vielleicht nicht so schlecht. Ja, sowas ist gut. Auf jeden Fall den Arm stabilisieren. Genau. Er macht's auf jeden Fall richtig. Boah, das müssen Schmerzen sein, ey. Leco mio. Leute, wer schon mal sowas hatte, irgendwie einen Arm gebrochen oder halt, dass irgendwas im Arm steckt, der weiß bestimmt, was das für Schmerzen sind. Also ich hatte es zum Glück noch nicht. Aber, krass. Das wird jetzt lange dauern, bis das heilt. Geil. Oh, was ist jetzt wieder los, ey? Oh oh. Oh Mann. Warning. Wir sollten hier schleunigst raus. Verdammt, ey. Schnapp dir so einen Anzug und renn raus oder keine Ahnung. Alter, jetzt geht's richtig ab. Radiation. Strahlung. Okay, wir müssen irgendwie raus hier. Normalerweise überlebst du das nicht lang. Vor allen Dingen ohne Strahlenanzug. Das war fast keine Chance. Exploring. Oh, John. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately. Alter, krass, ey. Krass. Wo will denn der jetzt eigentlich hin, ey? Ich würde mir halt erstmal so ein. Sollen wir da lang oder da lang? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten uns halt erstmal so einen Strahlenanzug holen. Hey, was ist jetzt los?
Okay, ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ich würde sagen, wir... Ja, ich mache kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt nochmal neu gestartet und jetzt scheint es zu gehen. Es hat gerade ein bisschen gehangen. Deswegen konnte man noch die Zwischensequenz jetzt gerade nicht sehen. Aber jetzt sollte alles wieder funktionieren, hoffe ich. Was ist das für ein komischer Typ mit der Axt da, ey? Da sind die Kratzer. Wie es aussieht, müssen wir aber doch in die andere Richtung. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Cut und in der nächsten Folge sehen wir dann, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Emergency access only. This door will open automatically in the event of an emergency. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.